Hi Leute und ein wunderbares Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze. So, heute habe ich meine Mütze nicht auf, liegt daran, dass ich eine geile neue Frisur habe, wie ihr hier schon sehen könnt. Und deshalb habe ich gedacht, jetzt setze ich heute mal keine Mütze auf, im nächsten Part habe ich die aber wieder auf. So, wir machen noch weiter mit Welt 5.3 und Welt 5.4, was alles auf. Melone zum Quadrat. Ne, Melone zum Quadrat. Ich denke mal, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, es wird in den Level um Melone gehen. Alter, krass, diese Tatsache. Kommt keiner drauf. Aber ob dem auch so ist, wir werden wohl jetzt sehen. Habe so das Gefühl. Grafik ist mal wieder top hier. Diese Mauer-Dings da, Booms da hier. Ah, diese Pflanzen, die tun... Die sind wie Hunde. Die tun überall ihre Zunge hinslecken. Hui, wo bin ich hier gelandet? Etwa an der neuen Stelle. Ach du Heilige. Scheiße. Out. Ich hüpfe einfach über alles drüber. Was mir hier irgendwie mies in die Quere zu erscheinen kommt. Ja, komm. Hier ist aber eine sehr gefährliche Fabrik. Wo man sehr einfach Leben verlieren kann, wenn man da nicht aufpasst. So, hier kommen öfters mal so Scheiben drauf, auf die man halt drauf springen sollte, wenn man nicht verrecken will. Ist aber eigentlich nicht so krass wäre bis jetzt das Level. Ich meine, ich glaube, die meisten Level, die sind wirklich sehr schwer. Ich weiß nur so, ey, sind die ätzend? Oh Gott. Hier kommt etwas Mieses auf einen zu, aber so. Den Eindruck. Out. Yay. I freezed a midway out. Ich habe gerade das Leben gerettet, ey. Nussock. So. Yay, aber das Level geht eigentlich erst. Sagte es und lasste mich erstmal verhacken. Da muss man zum Teil erst schnell sein. Um nicht von den Dingern. Verhackt zu werden. So. Verhackt zu werden ist auch hier ein sehr gutes Stichwort. Scheiße. Diese Stellen sind nicht so leicht. Wo man einfach seinen Affenarsch hochschwingen muss. Und schnell sein muss. Nee? Ah, mit sowas will ich erst gar nicht wieder anfangen. Vor allem war es jetzt gerade wirklich so gut. Und dann auf einmal diese Scheiße hier. No soak. The thing is, here you have only just to be all this. Nothing more than this. Jetzt müssen wir halt X drücken. Plattform. Aber hier ist immer eine Plattform, das ist gut. Was? Ja, böh.
Gott. Hilfe. Das ist... So, Alter, ist Hölle gerade. Meine ich einfach mehr oder weniger kurz vor einem Abgrund. Bekommt das aber doch gebacken. So, aber das war insgesamt ein eigentlich nicht schweres Level. Natürlich, Satz ist ja nicht auf 100% und so weiter, was wir alle auch wissen. Dieses Level ging eigentlich voll. So, jetzt sind da zwei Level frei geworden. Welt 5, 4 und Frank des Krimskrams Kiste. Da will ich zuerst hinschauen, weil ich bewusst erstmal noch ein paar Ballons mir hier geiern müsste, um auf dem Massister so gehen. Mache ich ja das ehrlich ab und zu. Ist einfach gewisse Absicherung, die zum Teil wirklich notwendig ist. Jetzt habe ich diese aber betrieben und kann jetzt in den tollen Saftladen hier reingehen. Saftladen, hört sich das so mal sehr zufriedenstellend an. Ich meine, ihr kennt auch die Espresso, wenn man sagt, ey Digga, die ist doch ein reibster Saftladen, Alter. So, ist egal. So. Schauen wir mal, wie der dann ist, dieser Saftladen hier letztlich. Oh Gott, hier sind irgendwelche komischen Viecher. So, jetzt stellt sich die erste Frage. What to make here? Ich brauche irgendwie diesen Vogel dafür. Ups, lala. Wenn du das bräuchst, du besser warst. Hier geht's. Oh Gott. Ach, ich kann hier schwimmen. Ich dachte, das wäre Wasser. Okay. Ich dachte, das sieht also aus wie so giftiges Wasser. Irgendwie aus. So wie aus dem Supermarkt Diva zum Beispiel. Da ist das pinke Wasser ja auch giftig und man sollte, oh Gott, nicht reinspringen, außer man will zwangsweise verrecken. Und ich glaube, dass, oh Gott, ich bin so blöd, das hab ich mal gesehen. Ah komm, verrecken wir einfach die wenigsten. Scheiße. Aber hier ist, bitte Fleck. Wasch die ganze Sache so mal sehr angenehm macht. Yes. Danke. Ich bin auf den Tippen drauf gesprungen hier, aber verrat's keinen. Zwei Herzen hat gerade nicht besonders viel. Ja, das sieht man natürlich auch hier von außerhalb, denn die ist klar. Nein! Nein! Fuck. Okay. Ein neuer Versuch. Neuer Tag. Oh Gott. Neuer Versuch und ich glaube. Ey. Jetzt ist Ruhe hier im Haus. Ja, genau, das ist diese Tricks. Die mich jetzt abtritt. Finde ich jetzt natürlich nicht so dolle. Das ist fuck. Nein. Da, hier. Ja, die perfekte Stelle, um irgendwo mal ein paar Herzen abzulagern. Da bin ich im Vorteil mit meinem Stachelding. So, komm, und hier ist doch auch, da unten ist Midway. Gedütze Point. Yes, wir haben damit ein Herzen erreicht. Wir werden jetzt zwangsweise gleich verrecken, aber
Wir haben es immer so mal ein bisschen. Okay, wir brauchen gleich mal wieder eine von seinen tollen Bomben. Wie nimmt man die nochmal? Was zum Heck haben sie gerade? Okay, so kann man es natürlich auch machen, Leute. Ihr seht schon, größte Unterhaltung hier. No Soak. Ich glaube, ich sollte die vielleicht hier mitnehmen. Genau. Bingo. Wie hab ich mir doch jetzt gedacht hier? Ah, nicht wieder dieser komische Haifisch. Da gehe ich jetzt mal über oben. Natürlich. Ja. Hey! Shit, glaub, man braucht hier wieder so Bomben, ne? Da komm ich auch mal raus, so. Ah! Ach, unten. Unten. Was ich gerade beim anderen betreffend? Ne, den habe ich sogar. Relativ gut überlebt. Okay. So ist. Doch, hier muss einfach nur hier hochkommen, ne? Achso. Okay, reicht Bomben wären hier nicht mal zwangsweise notwendig gewesen. Good to know. Good to know. Hä? Wie habe ich das jetzt angestellt? Ach Gott, der hätte mal einen richtigen Zeitpunkt. Ah. Ein Kapito. Sisi. Ja, da braucht wieder Bombe. So war das. Exactly. So wird's gemacht. How it is. Bam bam. Dumbly dam. So's. Here we have to go here hin. So making this here way. Then we can go like. Upsalala. Na. This here to this. When. Bueno, out. So. Digga, wie schwer ist die Stelle? Wieso kann man da nicht davor zwei Sackballen setzen? Du musst die ganze Hampel-Kacke hier nochmal. Nochmal und überhaupt. Ich will einfach nochmal sagen. Ich komme ja dieser Drecks. Ey, wo ist der Fisch hin? Okay, das hat mich mitgetroffen. Was war tatsächlich gesehen? Ja, ein bisschen dumm so. Aber jetzt, okay. Ach, der Fisch war erst hier. So war das. So. Jetzt machen wir das da weg. Dann gehen wir hier so durch. Like, Tisch. Und den muss man sich halt konzentrieren. Das war knapp. Und hier ist der Sackpoint, we have reached. If
Ey. Den Großen hier kann man doch gar nicht ausweisen. But it's okay. More or less. Okay. Here we have a Puzzleteil. Jetzt haben wir schon zwei von... Oh Gott. Ugh. Ich hab nur nicht mal gestreift. Aber wenigstens hatten wir den Midway Flag Point Gedönse hier. Das passt. Ah, so. Hier mussten wir jetzt halt ein little bit aufpassen. Und... Oh, sagt das nur. Und fahren einfach Tandem also, weil das schneller ist. Es war riskanter, wie ihr seht, aber es ist einfach schneller. Hey. Hey. Alles gut. Alles gut. Alles heide, was geht. Ist das jetzt so schwer? Hochzukommen? Das jetzt was alles so ein Meter vor der vor dem Ziel verrecke. No, so this would be so clear. Wir hätten das jetzt verrecke. Mach erst einmal meine beiden Gegner weg. Damit ich nicht mal so in Panik versinke. So. Jetzt. Okay. Ging ja eigentlich voll das Level. Beide. Gegen. Yay. Yeah. Ich gibt doch manche Level, die fallen mir sehr schwer. Und andere Level, die finde ich kaum, bis einfach gar nicht schwer. Und das war eins von den Leveln, die meiner Meinung nach nicht schwer waren. Mitfeld 5-5, Kleefatal. Geht's im nächsten Part weiter. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.